Wie kommt es daher? Ist es eigentlich überhaupt praktikabel? Taugt der Koffer was? Taugt die Maschine was? Und das machen wir jetzt einfach. Doppelte Qualität. Kommt eigentlich schon mal ganz schick daher. So, was haben wir denn da? Die läuft noch nicht. Das heißt, wir starten die jetzt. Der Rahmen ist dran. Und was haben wir noch? Moment, noch nicht auspacken. Noch nicht auspacken. Und die Videoleuchte leuchtet also. So, on. Dann geht's los. Wir haben noch nicht ausgepackt. Okay. Trommelwirbel. Los geht's. Also, was mir jetzt gleich auf den ersten Blick schon mal auffällt, cool gemacht. Es ist kein so ein Plastikpolster. Haben wir da, bist du auf dem Bild drauf bei dir? Ist das auf dem Bild drauf, der Koffer? Ja, klar. So richtig schön? So. Super, okay. Na, dass die Leute auch alles sehen, ne? Cool gemacht. Kein so ein Plastikkram. Kein so ein Styroporschaum. Zeug. Es ist ja schön alles ausgedämmt, das heißt, ich kann das Ding auch mal irgendwo im Kofferraum transportieren. Auf jeden Fall schön finde ich das Ladegerät. Ich lang gerade schon das Kabel an. Das ist auch nicht unbedingt das, was ich jetzt als steifes, beknacktes Kabel von bestimmten Baumarktwaren kennen muss. Ich habe hier die Maschine selbst. Ich habe hier diverses Zubehör. Hat alles schön seinen Platz bekommen. Kann man wirklich nicht meckern. Für was könnte das sein? Das ist vermutlich ein Anschlag. Okay. Das ist ein Anschlag. Für was braucht man sowas? Ich hätte gesagt, wenn ich wie bei einer Oberfräse an der Kante entlang fahre. Wir können das gleich mal kurz ein bisschen demonstrieren, wie das funktioniert. Ich baue das Ding vermutlich hier oben irgendwo ein. Fahre dann hier am Anschlag vorbei. Und habe dann eine saubere Linie. Ah ja. Das ist also meine Auslegung. Wir werden das nachher mal nochmal ganz genau angucken, ob es wirklich so ist. Aber Bauchgefühl sagt mir, das ist es. Das hier ist ein Dorn. Könnt ihr mir vorstellen, dass das irgend so was wie ein Zirkeldorn ist oder so? Müssen wir mal gucken. Hier haben wir vermutlich eine Absaugung. Dann haben wir hier etwas, was ich kriegst noch nicht verstehe. Kriegst du das nachher auch alles da rein im Koffer? Ja, Logo. Hier haben wir was, was ich noch nicht ganz verstehe. Das schauen wir mal. Da haben wir das gleiche Ding. Ich verstehe es auch nicht. Dann haben wir hier noch ja, da müssen wir gerade ein zweites Video dazu einen machen. Halter. Das ist ganz klar. Ein Halter, wo ich dann quasi im Endeffekt irgendwie so wahrscheinlich hinmontieren muss. Schauen wir uns nachher alles mal an. Ja, ich würde sagen, machen wir dann ein zweites Video dazu, oder? Definitiv. Ja. Wir machen jetzt erstmal Unboxing. Ja, okay. Das hier scheint mir mit dem Ding hier verwandt zu sein. Also alles in allem ein schöner Umfang, also gefühlt am Anfang. Was haben wir da noch? Das sind die Aufsätze. Ah cool, was ist da alles dabei? Guck mal rein. Das schauen wir uns jetzt an. Ja, okay. So, den Koffer, den seht ihr leer, das ist nicht mehr spannend. Den stellen wir jetzt mal kurz aus dem Weg. Wobei ich den ja wirklich schick finde, gell? Der ist nice, ja. Der ist echt nice. Okay. Genau. Ja gut, jetzt versuch mal wieder alles einzupacken, ob du das hinkriegst. Mann, ach, und was vielleicht die Leute auch interessiert, könnte ich mir vorstellen. Hm? Wie viel Volt hat der hier? Was sieht man auf dem Akku? 12 Volt. 12 Volt, okay. Und schaut übrigens von der Machart her aus wie das 12 Volt System von Bosch, wenn ihr das kennt. Das hat auch so eine dreieckige Form. Ah ja. Aber nicht ganz genau gleich. Also das ist definitiv irgendwie so ein, ich möchte nicht sagen Nachbau, ich möchte sagen inspiriert. Versuch mal die Maschine doch zu starten, ob das jetzt einfach ist für den Laien oder eher nicht. Oder? Ich muss ehrlich gestehen, ich muss mir das erstmal anschauen. Okay. Gibt es da auch eine Akkuanzeige, die das anzeigt? Das hier? Sehen. Okay, ziemlich leer die Geschichte. Dass man es nochmal im Detail sieht. Mhm. Klar, kam jetzt direkt außen. Da würde ich sagen, laden wir doch das Ding. Laden? Ja, steck's mal gerade drüben ein, zeig mal, wie das funktioniert, der Community. Genau. Okay. Also wir fangen jetzt erstmal eins an. Wir machen immer erstmal das Kabel auf, auch wenn das hier ja absolut lächerlich ist. Aber wie ihr wisst, bei größeren Strömen macht das immer auf jeden Fall erstmal Sinn. So, wir stecken das Ding jetzt auf alle Fälle erstmal ein. Funktioniert erstmal folgendermaßen. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt einen ganz kurzen Break. Lassen den Akku kurz laden. Zwischenzeitlich hole ich mal noch kurz den Bosch. Dann schauen wir uns mal an, wie gut oder schlecht der Bosch klackt im Gegensatz zu dem hier. Gute Idee, ja.
Ja, einfach mal die Haptik, wie gut oder schlecht ich das rausbekomme. Okay. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Super. Für euch ist es natürlich nur ein Cut. Für mich heißt es, ich gehe jetzt mal kurz runter in den Keller. Super, okay. Okay, so, willkommen zurück. Für uns war es, wie gesagt, eine schöpferische Pause. Wie versprochen, mal der Akkuvergleich. Ihr seht jetzt hier mal irgendwo im Detail aufgebaut. Wir haben den Parkside-Akku im Parkside-Ladegerät. Wir haben das Bosch 12-Volt-System im Ladegerät. Wir haben den passenden Akkuschrauber dazu und unseren Test-Dremel. Und jetzt einfach mal, um das, was ich vorher schon bemerkt habe, fortzuführen. Ihr seht, qualitativ macht es wirklich einen tollen Eindruck und funktioniert auch gut. Haptik absolut in Ordnung. Flutscht schön rein, flutscht auch ganz gut, kann man nicht meckern, aber es ist jetzt gefühlt nicht besser. Definitiv nicht. Also ich habe wirklich gesagt, das Gefühl, jetzt bei Bezug nehmen von dem Bosch-Ladegerät, dass es irgendwie schwieriger geht. Probier doch beide nochmal aus. Wir werden jetzt beide rausnehmen. Jetzt wollen wir mal gucken, genau. Wir werden jetzt bei beiden einfach mal nochmal. Ich bin der andere Meinung. Also so, es geht irgendwie schwer, finde ich. Ja, es ist durchaus schwergängig. Ja, und jetzt machen wir das andere raus. Es flutscht. Ja, wir machen mal wieder rein. Also es flutscht wirklich toll. So, und jetzt den anderen Bosch rein. Ich finde es irgendwie hakelig. Schwergängiger, direkt schwergängiger. Ja. Gut, jetzt muss man natürlich sagen, der ist schon älter und war ein bisschen im Gebrauch. Es gibt mittlerweile auch ein besseres System, die 18 Volt ProCore Version. Aber Parkside braucht sich hier mit diesem Ding nicht verstecken. Gut, nichtsdestotrotz, ich denke, beides funktioniert. Das ist das Wichtigste. Die Dinger finde ich gut. Das hat der Bosch nicht. Also diese Push-Buttons. Diese Gummierung hier. Diese Gummierung hier fällt bei Bosch. Und diese Gummierung hier macht es dir wirklich einfacher, das Ding rauszuziehen. Ah ja, okay. Also erfüllt sich die Gummierung in einem Jahr noch gut an, oder? Das werdet ihr nächstes Jahr von mir hören, ob das gut in einem Jahr noch gut ist oder nicht. Also das heißt, einfach mal Kanal abonnieren und dann erfahren, ob es dann auch wirklich passt, oder? Genau.